Die Polizei sucht noch eventuelle Geschädigte in einem Fall wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Am Dienstag, den 15. Oktober 2024, entzog sich gegen 20.30 Uhr in Bad Säckingen in der Zeppelinstraße der Fahrer eines grauen Mercedes-Benz A-Klasse einer polizeilichen Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bauvereinstraße in Richtung Bundesstraße 34. Die Polizei verlor den Sichtkontakt zu dem Mercedes-Benz und brach die Verfolgung ab. Gegen 21.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen sehr auffällig fahrenden dunklen Mercedes-Benz A-Klasse, welcher auf der Bundesstraße von Schopfheim in Richtung Maulburg unterwegs sei. In Höhe Maulburg konnte der PKW, bei welchem es sich um den gleichen handelte wie in Bad Säckingen, von einer Polizeistreife festgestellt werden. Sämtliche Anhalteversuche der Polizei scheiterten zunächst. Der Fahrer des Mercedes-Benz setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Kreisverkehr in Steinen setzte die Polizei einen sogenannten Stoppstick ein, über welchen der Fahrer mit dem Mercedes-Benz fuhr. Daraufhin kam der Mercedes auf der Bundesstraße 317 zwischen Steinen und dem Gewerbegebiet Entenbad zum Stillstand. Trotz dem Einsatz von Pfefferspray gelang dem Fahrer des Mercedes-Benz zu Fuß die Flucht über die Wiese. Letztendlich wurde der 57-jährige Fahrer auf der Wiese von Polizeieinsatzkräften vorläufig festgenommen. Der PKW des 57-Jährigen wurde beschlagnahmt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 57-Jährige auf freien Fuß entlassen. Zumindest auf der Bundesstraße 317 soll der 57-Jährige mit dem Mercedes-Benz mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wodurch der Gegenverkehr wohl bremsen musste. Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 57-Jährigen womöglich gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei Waldshutingen ist zu Bürozeiten unter der Nummer 07751 89630 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761 9340 ist rund um die Uhr erreichbar.